Welchen Broker soll ich bloß wählen und was muss ich denn dabei überhaupt beachten? Hey, kein Stress. Im heutigen Video erkläre ich dir alles Wichtige, was du zum Thema Broker wissen musst. Du bekommst alle Informationen, die du brauchst, um durch diesen riesigen Dschungel an Brokern durchzusteigen. Denn nur dann kannst du dich für die beste Option entscheiden. Willkommen beim Finanzdisco. Ich bin der Chris und let's go! Also wenn du und ich nicht direkt an die Börse gehen können, wie und wo können wir denn eigentlich mit Aktien handeln? Ja, genau dafür gibt es doch Broker. Ein Broker ist einfach jemand, der die Zulassung zum Börsenhandel hat und in deinem Auftrag für dich Aktien kauft und verkauft. Du kannst dir einen Broker auch wie einen Vermittler vorstellen, der uns Anlegern, also dir und mir, den Zugang zu Finanzinstrumenten erleichtert. Sie sind Schlüsselakteure an den Finanzmärkten und ohne einen Broker ging es gar nicht. Denn nur über einen Broker haben wir Zugang zu einer Vielzahl von Vermögenswerten. Im Gegensatz zu einem Trader oder einem normalen Anleger, der auf eigene Rechnung handelt, wird in Deutschland als Brokermeister ein Unternehmen bezeichnet, was im Auftrag seiner Kunden Aufträge an der Börse abwickelt. In der Regel sind das Banken oder Finanzdienstleister. Ein Großteil des Börsenhandels findet heutzutage online über das Internet statt und nicht mehr auf dem Börsenparkett. Ein Broker braucht im Vergleich zu einer Bank auch keine Banklizenz, da er von seinen Kunden keine Sparanlagen annimmt und auch keine Sparkonten führt. Über einen Broker handelt man lediglich mit Finanzprodukten. Ganz wichtig ist, wenn du ein Handelskonto bei einem Broker öffnest, dann eröffnest du gleichzeitig auch immer ein Verrechnungskonto bei der jeweiligen Partnerbank des Brokers. Auf dieses dir über den Broker zur Verfügung gestellte Verrechnungskonto zahlst du dann dein Geld ein, mit dem du dir dann ganz bequem Aktien oder andere Finanzprodukte kaufen kannst. Ein Broker stellt dir also lediglich eine Online-Plattform zur Verfügung, mit der du an der Börse handeln kannst. Für den physischen Handel sind bei einem Broker zugelassene Börsenhändler zuständig, die aber heutzutage schon von extra dafür entwickelten Computerprogrammen unterstützt werden. In der Zukunft wird hier künstliche Intelligenz sicher eine Riesenanwendung finden. Ich habe eine Milliarde Datensätze analysiert, kaufe Aktien. Ich würde mich übrigens freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, auf die Glocke haust und natürlich auch über jeden Daumen hoch. Dankeschön. Es gibt verschiedene Typen von Brokern, die sich in ihrer Art, aber vor allem in ihren Dienstleistungen und Kosten voneinander unterscheiden. Die vier wichtigsten Kategorien, die man nennen sollte, sind der Full-Service-Broker, der Discount-Broker, der Neo-Broker und der Robo-Advisor. Kommen wir nun zu den Unterschieden der einzelnen Broker-Typen. Den Full-Service-Broker kannst du dir wie so einen All-Inclusive-Urlaub auf dem Manne vorstellen. Du bekommst umfassende Anlageberatung, Unterstützung. Hier hilft jemand bei der Portfolioerstellung und gibt dir Investitionsentscheidungen, hast einen super Kundensupport, einen großen Zugang zu Handelsplätzen und verschiedenen Finanzprodukten. Aber diese ganzen Dienstleistungen sind sehr teuer und haben hohe Gebühren. Und das hat einen negativen Einfluss auf deine Rendite. Ein Discount-Broker ist von den Gebühren schon etwas günstiger als ein Full-Service-Broker. Du kannst ihn dir ungefähr wie ein Urlaub mit Vollpension vorstellen. Du hast zwar immer noch eine gute und recht große Auswahl an Handelsplätzen und Finanzprodukten, aber bekommst deutlich weniger Anlageberatung und hast nur einen begrenzten Kundensupport. Der wohl günstigste Broker-Typ zum selber investieren ist der Neo-Broker durch seine extrem niedrigen Gebühren. Woher kommt das? Naja, er bietet eine viel kleinere Auswahl an Handelsplätzen und Finanzprodukten und hat einen noch begrenzteren Kundensupport und macht gar keine Anlageberatung. Aber gerade für Anfänger ist das ein super Broker, um sehr kostengünstig in Aktien zu investieren oder sein Geld zum Beispiel in einen ETF-Sparplan zu stecken. Außerdem bietet dieser Broker, also die meisten Broker auf ihren Homepages, Bildungsinhalte und Lerntools an und haben alle eine sehr, sehr leicht zu bedienende App über Smartphone, die das Kaufen und Verkaufen von Aktien spielerisch macht. Also sehr hohe Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung. Kommen wir nun zum letzten Broker-Typ, dem Robo-Advisor. Robo-Advisor sind automatisierte Plattformen, die auf Algorithmen basieren. Vorteile sind, dass ein Robo-Advisor dir komplett automatisch dein Portfolio zusammenstellt und es für dich verwaltet. Du musst dich also gar nicht mit dem Thema beschäftigen und kannst trotzdem in breit diversifizierte Aktienportfolios oder ETFs investieren. Nachteile sind, dass du dich zu 100% auf eine Maschine verlässt, eine sehr begrenzte Interaktion hast und eigentlich sehr wenige Anpassungsmöglichkeiten und null Selbstlerneffekt. In Deutschland haben mittlerweile viele Filialbanken, zum Beispiel die Deutsche Bank oder die Sparkasse, ihren eigenen Online-Broker. Aber auch viele Direktbanken,
zum Beispiel die Consorsbank oder Comdirect. Was sind Direktbanken? Eine Direktbank hat keine eigenen Filialen und bietet ihre Leistung ausschließlich über das Internet oder teilweise noch per Telefon an. Und dabei handelt es sich meistens um Tochtergesellschaften größerer Banken oder von Bankengruppen. In den letzten Jahren erfreuen sich vor allem die Neobroker sehr großer Beliebtheit und konnten eine ganze Menge an Kunden gewinnen. Neobroker sind eine moderne Form von Online-Brokern und haben sich auf jüngere, teils technikaffinere Anleger spezialisiert. Sie bieten alle eine sehr leicht und intuitiv zu bedienende Smartphone-App, über die man teils provisionsfrei oder zu sehr niedrigen Gebühren von überall handeln kann. Vielleicht hast du in dem Zusammenhang schon mal von Scalable Capital, Trade Republic oder Robinhood gehört. Neben diesem sehr innovativen Konzept ist mit Neobrokern vor allem aus technischer Sicht daher der Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren ein großes Stück einfacher geworden. Gerade für Anfänger und junge Menschen sind Neobroker daher meiner Meinung nach die beste Wahl, um mit dem Investieren zu beginnen. Und diejenigen von euch, die absolut gar keinen Bock haben, sich mit dem Thema Aktien und Börse zu beschäftigen, die könnten auch über einen Robo-Advisor nachdenken. Aber ganz wichtig, die Wahl eines für dich passenden Brokers hängt immer von deinen individuellen Bedürfnissen, deinem Budget und deiner persönlichen Risikobereitschaft ab. Daher ist es auch so wichtig, dass du dich mit dem Thema vorher ausreichend auseinandersetzt und dich informierst. In der Videobeschreibung unten findest du einen Link zu dem Broker, den ich auch selber nutze. Wenn du über meinen Link ein Konto eröffnest, bekomme ich eine kleine Provision und du unterstützt mein Projekt. Und wie man mit Aktien an der Börse Geld verdient, erkläre ich euch in diesem Video. Ich gebe euch übrigens keine Anlageberatung, sondern teile lediglich meine persönlichen Erfahrungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Chris.